Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, der Frühling klopft so ganz allmählich an die Tür und was steht da auch bald an? Ostern. Auch in diesem Jahr wird Ostern wahrscheinlich ein bisschen anders sein, als es in der Regel so ist. Aber ich habe mir gedacht, ihr werdet vielleicht trotzdem ganz gerne eine Kleinigkeit verschenken. Ob es jetzt verschicken ist oder auch, wenn ihr eure Familie oder Freunde sehen könnt, ihnen ein kleines Ostergeschenk zu überreichen. Aus diesem Grund habe ich mir 7 verschiedene Spiele rausgesucht, die ich euch heute gerne vorstellen möchte. Meiner Ansicht nach eignen die sich alle hervorragend, um sie ins Osternest zu legen. Warum? Naja, zum einen, sie sind tatsächlich klein und passen, würden in ein Osternest reinpassen. Zum zweiten, sie kosten so maximal um die 15 Euro, also eher sogar unter 10 Euro. Das heißt, es ist auch für den kleinen Geldbeutel was dabei oder wenn es auch einfach nur eine wirklich kleine Aufmerksamkeit sein soll. Dann sind es einfach verschiedene Spiele, Kartenspiele, Wortspiele, Würfelspiele, bei denen aber sozusagen relativ wenig Regeln sind. Das heißt, ihr könnt sofort, wenn ihr eben vor Ort seid und euch trefft, sofort losspielen, ohne groß euch in ein Regelstudium verlieren zu müssen. Genau, und ich will gar nicht viel reden, ich möchte direkt anfangen und ja, freue mich natürlich auf eure fleißigen Kommentare und vielleicht habt ihr auch noch ein paar Tipps, was man so an Ostern verschenken kann. Anfangen möchte ich mit einem Spiel, was schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Wer meinen Kanal schon etwas ja, verfolgt, der weiß, dass hier auch immer mal Spiele aufs Tableau kommen, die nicht ganz so frisch sind, die aber immer noch, wie ich finde, super viel Spaß machen. Das erste wäre heute der Würfelkönig. Ein Spiel von Haber, was von außen erstmal wirklich absolut aussieht wie ein schön illustriertes Kinderspiel, was vielleicht deswegen auch nicht ganz so viel ja, Beachtung hat, auch in Erwachsenengruppen. Aber man kann es mit Kindern spielen, aber es macht auch mit Erwachsenen richtig viel Spaß. Grundmechanismus ist hier wieder das Kniffeln. Wir haben immer eine Auslage, eine Reihe mit Dörfern und immer unten drunter die passenden Bewohner. Und diese brauchen einfach verschiedene Kombinationen. Mal geht es um die Farbe, mal geht es um die Augenzahl, mal geht es um die Gesamtaugenzahl. Also sehr viel unterschiedliche Aufträge, mal geht es um ja nur gerade Zahlen, nur ungerade Zahlen und so weiter und so fort. Ihr dürft immer wieder, wie ähnlich wie bei Kniffel, bis zu 3-mal würfeln und müsst euch spätestens nach dem 3. Wurf dann einfach für eine Sache entscheiden. Habt ihr allerdings gar nichts erwürfelt, was ihr gebrauchen könnt für eine der ausliegenden Aufträge, müsst ihr eine Narrenkarte, den Dorfdepp sozusagen nehmen, der euch Minuspunkte bringt. Das Spiel ist für mich wirklich super kurzweilig, weil es einfach ja sich auch immer wieder verändert durch immer wieder neue ausliegende Aufträge. Also bis ich zum Beispiel in einem 3- oder 4-Personen-Spiel an die Reihe komme, ist es mit Sicherheit immer wieder was Neues, was ich da habe. Dann ein Spiel, wie man so schön sagt, was wirklich in die Hosentasche passt, aber man darf sich nicht so ganz irritieren lassen, denn es braucht beim Spielen sehr viel Raum unter Umständen. Die Rede ist von Bandido. Bandido ist ein kooperatives Spiel, bei dem ihr einem Verbrecher helfen sollt, auszubrechen. Das Spiel startet immer mit einer Gefängniskarte in der Mitte, je nachdem, entweder mit 4 oder 5 Ausgängen, je nachdem, für welche Variante ihr euch entscheidet. Jeder von euch hat immer 3 Karten auf der Hand und ihr dürft nicht miteinander sprechen, was genau ihr auf der Hand habt, aber ihr könnt natürlich so ein bisschen Hinweise geben und sagen, ha, da könnte ich was ganz Gutes legen und so weiter. Jeder muss immer legen, das heißt, ich muss, wenn ich kann, eine Karte anlegen und nach entwickelt sich eine Art, ja, wie so ein Gangsystem. Ziel ist es allerdings, dass ich jeden Gang und jede Ausbruchsmöglichkeit verhindere. Also, dass ich nicht helfe, rauszukommen, sondern dass ich eben helfe, den Bandido zu fangen. Und ja, das wird so lange gespielt, bis alle Karten, die auf dem Kartenstapel liegen, aufgebraucht sind. Und das kann manchmal wirklich, wir hatten schon Partien, da haben wir 3, 4 Runden gespielt und dann waren alle Gänge zu. Ja. Wir haben aber auch schon wirklich Partien gehabt, da war ein Riesengeflecht von Gängen auf dem Tisch und leider ja, hat es nichts geholfen und es gab immer noch einen kleinen Schlupfwinkel für raus. Spiel ist völlig sprachneutral, heißt man muss nichts lesen, man muss keine ja, irgendwie Aufträge erfüllen und da irgendwie auch was verstehen auf den Karten, sondern man kann wirklich auspacken, hinlegen, losspielen. Das ist super schnell erklärt und jedem eingängig und zumindest bei uns war es so, es gab nie auch nur eine Runde,
egal ob geschafft oder nicht geschafft, haben wir immer gesagt, komm, lass uns das nochmal spielen. Es gibt auch noch Bandida. Da muss ich allerdings sagen, das hat mir nicht ganz so gut gefallen, weil ich eigentlich gerade die Einfachheit bei Bandido einfach liebe. Es gibt Karten mit Gängen und es gibt Karten mit Taschenlampen, die dann sozusagen den Gang beenden. Und bei Bandida gibt es nochmal verschiedene, ja, Aktionskarten. Man kann nochmal irgendwelche Gegenstände nehmen, die einem dann helfen. Es gibt irgendwelche, ja, so kleine Sprengkörper, die dann einen Gang noch zuschütten und so weiter. Aber gerade diese ganzen zusätzlichen Karten, für mich persönlich zumindest, hat das Spiel unnötig verkompliziert, weil das, was man mit Bandido machen kann, hat immer Fun gemacht und war immer schön auf dem Spieltisch. Von daher, meine Empfehlung, greift lieber zu Bandido. Ja, dann ist ja auch der Frühling so die Zeit, wo so langsam die ersten Eiscafés wieder aufmachen und man einfach wieder Lust kriegt, einen leckeren Eisbecher zu schnabulieren. Und sollte man keine Möglichkeit haben, jetzt ein Eiscafé zu besuchen, dann würde ich euch Eiswürfeln empfehlen. Bei diesem Spiel könnt ihr eure eigenen Eisbecher-Kreationen erwürfeln. Ihr habt in jeder Runde immer die Möglichkeit, euch Geld zur Seite zu legen, weil die Eisbecher müssen natürlich auch bezahlt werden, oder aber auch Zutaten für eure Eisbecher. In jeder Runde, die ihr würfelt, oder in jedem Würfelwurf, müsst ihr allerdings Sachen zur Seite legen. Das heißt, ja, ihr werdet unter Umständen auch gezwungen, Dinge rauszulegen, die nicht gerade in euer Konzept passen, aber würdet ihr nichts rauslegen, ist euer Zug somit auch beendet. Was immer rausgelegt werden muss, sind Sonnen. Das ist aber gar nicht so gut, weil was passiert natürlich, wenn zu viel Sonne scheint, dann schmilzt das Eis dahin und somit ist euer Eisbecher vielleicht nicht mehr ganz so appetitlich und bringt euch keine Punkte mehr im Laufe der Runde. Irgendwann könnt ihr aber auch aussteigen, wenn ihr dann für jede Eiskugel auch noch passend Eis habt und sogar vielleicht das, was ihr vorher euch an Vorgaben habt, komplett erfüllt habt, gibt es richtig viele Punkte. Habt ihr das nicht ganz erfüllt, gibt es immerhin noch Teilpunkte. Und genau, es wird so lange gespielt, bis ein Spieler eine bestimmte Punkteanzahl erreicht hat. Und ja, dann könnt ihr auch sofort entweder selbst ein Eis essen gehen oder die nächste Runde Eiswürfeln starten. Ja, und nachdem wir jetzt kräftig gewürfelt haben, möchte ich euch jetzt noch ein Kartenspiel vorstellen, was auch irgendwie so ein bisschen unterm Radar verschwunden ist. Ich weiß gar nicht so genau warum. Und zwar ist die Rede von Piepmatz vom Lookout Verlag. Bei Piepmatz ja, kämpfen so ein bisschen die Vögel um den besten Platz am Futterhaus. Ein Vogel sitzt immer schon am Futterhaus und wie wir das aus dem Supermarkt an der Kasse kennen, bildet sich dahinter eine Schlange. Es ist ein Set-Collection-Spiel, bei dem wir Vogelpärchen am besten sammeln, aber auch von den verschiedenen Vogelarten möglichst viele in unserer Auslage am Ende des Spiels haben. Es hat einen ganz netten Mechanismus, nämlich jeder Vogel hat einen Punktewert und die Reihe, die liegt, also die ansteht sozusagen am Futterhäuschen, muss einfach mehr Stärke, sage ich jetzt mal, haben, also mehr Punkte als der Vogel, der am Vogelhäuschen ist. Wenn das so ist, kann man den vertreiben, dann kriegt man den in seine Auslage und der nächste rückt nach. Das kann manchmal zu einer richtigen Kettenreaktion führen, je nachdem, was da alles so liegt. Ich muss sagen, die Anleitung ist leider nicht ganz so gut von dem Spiel, aber es gibt gute Erklärvideos im Internet. Es ist auch tatsächlich gar nicht so simpel, also zum Spielen. Die Regeln sind eigentlich, wenn man sie dann mal verstanden hat, gut. Aber das Spiel an sich ist wirklich schon echt knifflig. Also man muss da schon so ein bisschen denken und vorplanen und eben auch damit ja, gut umgehen können, wenn andere jetzt was hinlegen, was dann gar nicht mehr so richtig in die eigene Taktik passt. Aber mir persönlich gefällt es wirklich richtig, richtig gut. Sowohl zu zweit als auch zu viert ist es ein richtig, ja, schon so ein gehobenes Familienspiel, sage ich mal, bei dem man ein bisschen denken muss und ein bisschen planen muss, aber wo trotzdem ja, man einfach auch noch mit Kindern, die schon ein bisschen spielerfahren sind, wirklich schöne Spielrunden haben kann. Ja, dann noch mal was recht Neues und Kooperatives, nämlich von aus dem Kosmos Verlag von Thomas Singh, Mission Tiefsee, sozusagen der Nachfolger von The Crew, dem Kennerspiel aus dem letzten Jahr. Es ist wieder ein kooperatives Stichspiel. Es ist völlig eigenständig, also ihr müsst weder die Crew kennen noch die Crew haben, um Tiefsee spielen zu können. Natürlich, wenn ihr The Crew schon gespielt habt, dann werdet ihr sehr, sehr vieles finden, was in der Mission Tiefsee genauso ist, nämlich erstmal das grundsätzliche Prinzip eines kooperativen Stichspiels. Aber auch wenn ihr das noch nicht gespielt habt, könnt ihr problemlos
zuerst auch das Tiefseeabenteuer euch sozusagen kaufen und das spielen. Erstmal die Gemeinsamkeiten, wie schon gesagt, es hat auch das Kartendeck, was wir kennen. Statt jetzt der Raketen, die wir hatten, gibt es jetzt Karten mit U-Booten drauf. Es gibt Aufträge zu erfüllen durch bestimmte Stiche. Aber, und jetzt kommt eigentlich schon das, was hier eben anders ist. Wir haben auch weiterhin ein Logbuch, diesmal glaube ich nur mit 32 oder 34 Missionen. Und diese Missionen sind unterschiedlich wandelbar, denn es ist immer eine Auftragsstärke vorgegeben. Und diese Auftragsstärke wird anhand verschiedener Karten ausgewählt. Auf den Rückseiten der einzelnen Auftragskarten findet ihr immer eine Stärke. Diese Stärke variiert allerdings. Also eine Karte, die in einem Drei-Personen-Spiel zum Beispiel die Stärke 2 hat, kann sein, dass sie in einem Drei-Personen-Spiel die Stärke 3 hat oder in einem Vier-Personen-Spiel, weil sie dort schwieriger zu lösen ist, ja? Und am Anfang werden eben dann aus dem Missionskartendeck die Karten in dem Stärkewert rausgesucht, die die Mission vorgibt. Und dann kann wieder reihum zuerst der Captain sich einen Auftrag ausführen und dann die anderen. Hier gibt es auch noch eine Neuerung. Diesmal ist es so, dass der Kapitän muss sich also eins raus, einen Auftrag aussuchen. Die nächste Person kann aber dann zum Beispiel auch passen, wenn sie tatsächlich merkt, mit meinen Karten kann ich das, was da gelegt ist, einfach nicht erfüllen, kann sie auch sagen, ich schiebe das Ganze weiter. Das kann theoretisch jeder machen, aber es muss halt jeder Auftrag genommen werden. Also wenn ich schiebe und es ist nur noch ein Mitspieler da, dann muss der natürlich dann den zweiten Auftrag zum Beispiel nehmen, wenn jetzt zwei ausliegen. Also ich würde sagen, wer die Crew schon hat, das gespielt hat, und es super, super, super gut findet, der sollte sich Mission Tiefsee auf jeden Fall mal anschauen oder mal anspielen. Wer sagt, ich habe das gespielt, das war jetzt okay, das war in Ordnung so, und vielleicht dann bei Mission Tiefsee was spektakulär Neues erwartet, der sollte das vielleicht nicht machen. Ja, und dann darf natürlich in dieser Liste auch ein Wortspiel nicht fehlen. Was bei uns in den letzten Tagen, ja, ein, zwei Wochen wirklich täglich so mittags mal in der Sonne gemütlich auf dem Balkon sitzend auf den Tisch kam, ist das perfekte Wort aus dem Moses Verlag. Ja, was macht das perfekte Wort? Wir haben einen Block. Auf diesem Block haben wir immer, ja, wie so Wort, also wie bei Hangman, ne, so Wort, Buchstaben, Felder. In manchen findet man einen vorgegebenen Buchstaben. Und es wird immer anhand von einem Kartendeck vorgegeben, wie lange muss das Wort sein, beziehungsweise darf es maximal sein und mit welchem Buchstaben fängt es an. Und dieser Anfangsbuchstabe, das ist tatsächlich das Einzige, was absolut verbindlich ist. Ja, also es muss mit diesem Buchstaben auch anfangen. Die Länge darf nur nicht überschritten werden, darf aber unterschritten werden. Das heißt, fällt mir einfach nur ein kurzes Wort ein, kann ich das trotzdem hinschreiben. Die Buchstaben, die in den Feldern vorgegeben sind, sind Möglichkeiten, Punkte zu machen. Ich kann sie aber auch mit anderen Buchstaben überschreiben, was dann vielleicht auch gerade günstiger ist oder passt. Oder mir fällt auch einfach nichts ein mit den Buchstaben, die da gefordert sind. Dann ist es immer noch besser, ein anderes Wort zu schreiben, als mich auf diese vorgegebenen Buchstaben zu versteifen. Ich habe nämlich immer nur eine Minute Zeit, das perfekte Wort zu finden. Zusätzlich gibt es immer noch für die Vokale am Ende des Spiels unterschiedliche ja, Punkte. Das wird auch anfangs mit Hilfe einer Karte einfach ermittelt, wie viele das sind. Das trägt dann jeder bei sich ein. So hat man immer so ein bisschen den Überblick. Außerdem gibt es für ja, Buchstabenkombinationen Sonderpunkte. Das findet man auch auf dem Block. Unten ist so ein blaues Feld. Dort hat man eben die Möglichkeit noch für zum Beispiel die Verwendung von einem Z oder von den Umlauten oder von Kombinationen wie CH oder CK einfach noch Sonderpunkte zu kriegen. Diese Sonderpunkte kriegt aber immer nur einer. Der Erste, der es also hat, darf es wegstreichen. Ist es mal in einer Runde von mehreren, dann dürfen es alle benutzen. Ansonsten ist dieser Bonus für alle anderen im restlichen Spiel tabu. Man spielt 9 Runden und wer dann am meisten Punkte sammeln konnte, der hat am Schluss das perfekte Wort gewonnen. Die Empfehlung ist ab 12. Das kommt natürlich einfach vor allem daher, weil es für jüngere Kinder schwierig ist, weil die einfach noch nicht über diesen Wortschatz verfügen, häufig vielleicht mit der Rechtschreibung noch nicht so ganz sicher sind. Also da müsstet ihr einfach so ein bisschen abschätzen. Das kann man sicher auch mit einem 10-Jährigen spielen, der zum Beispiel ja einfach sehr viel liest oder sehr gerne eben solche Wortspiele macht.
Für den kann das auch durchaus mit 10 Jahren schon was sein. Ist aber auch auf jeden Fall ein Spiel, was man sehr gut, ja, mit verschiedenen Generationen spielen kann. Wer also auch da sagt, ich möchte das vielleicht mal mit meinen Eltern spielen, ich möchte aber vielleicht auch mal mit meinen Kindern spielen, ist das perfekte Wort auf jeden Fall, ja, das perfekte Geschenk für ins Osternest. Und dann darf natürlich auch der Spaß und das Lachen an so einem Familienfestchen nicht zu kurz kommen. Deswegen habe ich euch jetzt zum Schluss noch zwei Spiele, die sozusagen sich mit dem gleichen Prinzip befassen. Deswegen habe ich sie auch jetzt einfach mal geschummelt in einen Punkt sozusagen gepackt, nämlich bis 20 und die fiesen 7. Was müssen wir nämlich bei beiden Spielen machen? Wir müssen einfach zählen. Einmal müssen wir bis 20 zählen, einmal müssen wir bis 7 zählen. Das ist erstmal grundsätzlich gar nicht schwierig. Das Problem bei bis 20 ist aber, dass wir ja im Laufe des Spiels immer mehr Vorgaben bekommen, was wir anstatt einer Zahl machen müssen. Das heißt, es werden zwei Zahlen vertauscht. Also zum Beispiel statt 3 sage ich 17 und statt 17 sage ich 3. Das heißt also, ich müsste schon mal zählen 1, 2, 17. Ja? Dann darf ich zum Beispiel anstatt der 9 mache ich Mu oder anstatt der 11 zeige ich solche Brillenaugen oder Fledermausaugen. Also es gibt für ganz viele Dinge gibt es eben verschiedene, ja, Aufträge sozusagen. Und das Problem ist aber auch, dass die Karten immer überdeckt werden. Das heißt, es liegt nicht alles sichtbar aus. Das könnte man vielleicht machen, um das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, aber es ist eben verdeckt. Das heißt, ich muss mir alle Dinge merken können. Also ich muss mir immer merken können, was muss ich anstatt dieser Zahl sagen oder machen. Und also das ist wirklich, zum einen sorgt es halt für super Lacher, weil man dann immer bei jeder Zahl erstmal so kurz überlegt, sage ich jetzt die Zahl oder muss ich irgendwas machen? Und natürlich einfach, es ist, ja, es ist einfach lustig, es ist spaßig. Also das kann man richtig gut mal auf den Tisch bringen. Bei den fiesen 7 muss man eigentlich nur bis 7 zählen und hat auch erstmal gar keine Sonderkarten, aber es, je nachdem, welche Karte ich hinlege, muss ich eben etwas unterschiedlich sagen. Also wir haben einfach einen Ganoven, da sage ich einfach die nächste Zahl, also zum Beispiel 1. Lege ich aber zum Beispiel eine Karte hin mit zwei Ganoven, dann sagt derjenige zwei Zahlen und der, der eigentlich als nächstes dran ist, muss aussetzen, weil für den hat man ja sozusagen schon mitgesprochen. Lege ich einen hin, der ein Handy am Ohr hat, dann kann ich mich nur räuspern, statt die Zahl zu sagen. Und lege ich eben zwei hin, die beide ein Handy am Ohr haben, muss ich mich zweimal räuspern. Auch dann ist der nächste wieder nicht dran, weil für den habe ich schon mitgeräuspert. Lege ich dann sogar vielleicht noch den Banditen hin, dem die Pistole gerade an den Kopf gehalten wird, der kann gar nichts sagen und ich schweige einfach. Das heißt also, ich muss immer zum einen genau wissen, wo bin ich gerade. Dann muss ich noch überlegen, was muss ich bei der Karte tun, weil man legt sie einfach immer von einem verdeckten Nachziehstapel ab. Man hat also gar keine Zeit, großartig lange zu überlegen. Sobald eben jemand einen Fehler macht oder auch jemand anzweifelt, dass das, was gerade gesagt oder getan wurde, richtig ist, dann wird einfach überprüft. Beziehungsweise, wenn man eben zum Beispiel gelegt hat, obwohl man gar nicht dran war oder was Falsches gesagt hat, bekommt man alle Karten, die in der Mitte liegen. Und das kann unter Umständen ein ganz schöner Stapel sein. Wer es als erstes schafft, alle Karten loszubekommen, hat gewonnen. Sehr, sehr lustiges Spiel, vor allem wenn der Erste irgendwie 8 sagt, statt wieder rückwärts zu zählen, sind schon mal die Lacher vorprogrammiert. Am Anfang ist man irgendwie vorsichtig und dann geht es auch noch ganz gut, aber je länger das Spiel andauert, desto, ja, komplizierter wird es im Kopf vor allem. Und in der Spielanleitung wird dann auch noch empfohlen, naja, überlegt euch doch einfach auch noch andere lustige Sachen. Also statt dass man räuspern muss, sagt man etwas oder macht man etwas. Also hier sind der Fantasie im Endeffekt keine Grenzen gesetzt. Ja, und das waren meine Empfehlungen oder meine Geschenkideen vielleicht für das kommende Osterfest. Wie schon eingangs gesagt, würde mich natürlich interessieren, habt ihr auch noch weitere Spieletipps oder was habt ihr vielleicht schon im Warenkorb irgendwo rumliegen, was ihr gerne verschenken möchtet? Lasst es uns gerne wissen und ansonsten spielt fleißig weiter und wir sehen uns beim nächsten Mal.